herzlich willkommen und einen schönen Freitagabend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hier ist Michael Nirvani. Monika Weinzettel. Omar Sarsam. Leo Lukas. Und Viktor Gernot. Das chinesische Neujahr ist unser Thema. Happy New Year. Wisst ihr im chinesischen Horoskop, welches Tier jetzt angesagt ist? Nein. Nicht? Ich bin 8 Schätze. Passend dazu gleich die erste Frage, die passt nämlich wirklich gut dazu. Ich möchte nämlich wissen, was ist ein Dackellauf? Nia, renn einmal. Das kann ich, das kriegt nämlich er als Trost, ja. Auch wenn wir jetzt über dich gelacht, aber das kriegt er. Ist okay? Vielleicht ist der Dackel auf sowas wie der Hahnenkampf. Also man hat 4 Dackeln. Und 100 auf die Waldi. 100 auf die Waldi. Genau. Und man schaut, welcher überhaupt über die Ziellinie kommt, oder was? Ja. Ich weiß nicht, Dackeljauf. Das ist eine Krankheit. Wie Rotlauf. Eine Geschlechtskrankheit. Da kriegt man Ohren unten. Da kriegt man, ja. Der schlimm wird es dann, wenn die Zunge raushängt. Aber nein, das ist richtig. Die tritt nur in lockig behaarten Regionen des Körpers auf. Also bei mir all over the body. Eine Ganzkörperkrankheit. Der Dackeljauf. Dackeln stehen vorn Xler und hinten ein bisschen wie O, gell? O, ja. Also vorne X, hinten O? Ja. Ja. Vorne ein bisschen gern und hinten ein bisschen Prohaska. Ich habe keine Ahnung, ich bin mit Dackeln nicht so bewandert. Der Dackeljauf ist das Gegenteil vom Pudelsitz. Danke, das war die Antwort. Das war perfekt. Ja. Wenn man einen Pudelsitz hat, braucht man auch einen Dackeljauf. Ja. Und es ist einfach ein Befehl. Wie man sagt, Sitz, Platz, Dackeljauf. Dackeljauf. Braver Bub. Du hast eine Idee gehabt, ich hab's gespürt, Leo. Ich hab eine Idee gehabt, aber es gibt ja bei verschiedenen Sportarten, zum Beispiel Laufsportarten, sowas wie Aufwärmübungen. Ja. Und vielleicht ist der Dackellauf so eine Aufwärmübung, so wie es Hopserlauf gibt. Sie kennen Hopserlauf? Wir alle kennen Hopserlauf. Wir alle mussten uns schon so unwürdig benennen. Du kennst nicht Hopserlauf? Nein, ich kenn's wieder nicht. Stell dir das kurz vor. Der war ja Turnbefreiter, Oliver. Ah, ja. Der weiß das nicht. Hopserlauf? Aber. Ich kenn das. Das kennst du. Und der Rotkäppchen. Rotkäppchen-Gang. Bei manchen Studentenverbindungen macht man das auch mit deutschen Fahnen. Einem Säbel in der Hand. Wo hast du das machen müssen? In der Schule? Hopserlauf, das ist eine Aufwärmübung. Das ist Aufwärmübung. Okay. Ja, auch in unserer Schule. Wir haben das gemacht. Welchem Fach? Wir haben Hopserlauf gemacht. Wir haben Hopserlauf gemacht. Oliver hat sich dabei beim Hopserlauf gewöhnt. Ich habe nie Hopserlauf gemacht. Ja, tut mir leid. Der Herr der Gute sagt nein, Viktor. Wir hatten mal einen Rauhardackel. Ja. Und der, also ein Dackel geht ja, macht ja eh nur das, was er will. Ja. Also den kannst du nicht erziehen, das ist total sinnlos. Also wenn Menschen behaupten, das ist ein Jagdhund, muss ich lachen. Aber unsere Hündin ist ein bisschen schief gegangen. Die ist nie gerade gegangen. Vielleicht ist das in der, weiß ich nicht, wie heißt das, Orthopädie ein Begriff für, da geht wer schief, da hat einen Dackelgang. Pass auf, wir machen Stopp und laufen kurz zurück, bis bevor du Orthopädie gesagt hast. Bis dahin ist super und dann tun wir Orthopädie weg und nehmen ein Thema, wofür du dich interessierst. Für Sport. Inder. Motorradfahren. Vor Orthopädie hat sie gesagt Inder. Inder? Nein! In der Orthopädie. Ja. In der. Alter. Da warst du jetzt noch
am anderen Ende des Ganges, das hast du nicht gleich begriffen. Wenn man beim Inder war und es ist zu scharf, kriegt man einen Dackel auf. Nein, also es ist tatsächlich... Es wird, also, was schief geht. Ja, wenn etwas schief geht, oder besser gesagt... Etwas schief geht. Etwas schief fährt. Fährt. Wir sind in der Automechanik. Ah. Du bist doch so autoversiert, oder? Das heißt, oder? Wenn die Spur verstellt ist oder so. Ein verzogenes Fahrwerk. Meistens nach einem Unfall. Und das ist genau das, was du bei der Orthopädie gemeint hast. Aber es wird von den Automechanikern, wird dieses Auto, wenn sich die Längsmittelachse des Fahrzeugs mit nicht mehr mit der geometrischen Mittelachse... Ja, ist ja wurscht, warum deckt. Jetzt genau. Nein, das ist... Deppert einpackt. Meistens von vorn über den Randstein, klunk, gunk und dann... Ja. Also wie ich das du kannst ja nicht mehr geradeaus fahren mit dem Auto, du musst immer ein bisschen gegenlenken. Und das nennt der Fachmann Dackel auf. Ja? Bravo. Stefan Berlesreiter aus Vorderweißenbach, 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Aha, aha. Jetzt ein Thema, wo ihr euch wahrscheinlich besser auskennt. Er fährt immer wieder von selber runter, ich fahre jetzt extra hoch auf, damit ich nachher nicht wieder so weit... Wer, mit dem sprichst du? Also, der Stuhl. Der Stuhl. Ja. Ich spreche halt nicht so gerne über meinen Stuhl. Ja. Ja, ganz klar, du aber bist aber er fährt immer von selber dafür runter. Zeigst du ihn sehr schön. Ja. Danke. Gut. Ein Thema, womit ihr euch besser auskennen dürftet. Möchte wissen, was Chinesen meinen, wenn sie von der großen Unterhose sprechen. Das ist ja chinesisches Sternbild. Ja, das wollte ich sagen. Oh, Entschuldigung. Nein, passt nicht. Mehr wollte ich eh nicht. Aber wieso ein chinesisches Sternbild, also, das man bei uns nicht sieht? Nein, das ist der große Wagen, nur von derer Seite schaut halt aus wie ein Unterhose. Wenn du den so siehst. So, ja, einmal. Jetzt kommt er wieder 10 Jahre nicht. Entschuldige. Das ist jetzt, kommt da wieder die nächsten Jahre. Also ich glaube, ich habe die Lösung gesehen. Ich war in China und es gibt ja hier bei uns immer diese Achtung, Rutschgefahrschilder. Ja. Und dort gab es ein Schild, auf dem gestanden ist, be careful of a slip. Be careful of a slip. Und wenn es eine große Rutschgefahr ist, dann ist careful of a greater slip. Vermutlich. Gut. Bezeichnet vielleicht einen ängstlichen Menschen. Quasi, er braucht eine große Unterhose, weil er sich gleich vor lauter Angst. Aber das weiß man ja nicht, ob in der chinesischen Sprache, das ist ja, ich scheiß mir auf vor Angst, ist, glaube ich, nur wienerisch. Also schon. Ich könnte es dir nicht sagen. In Linz schon scheißt sich keiner auf, weil die. Die furchtlos, die Linzer. Furchtlos. Vielleicht heißt das gar nicht, dass man sich aus Angst anscheißt in China, sondern wenn man Angst hat in China, sagt, muss essen gehen oder so irgendwas. Die das Stufe weiß davor. Man ja, nicht. Ja, ja. Vielleicht bezeichnen Sie, es kriegen ja immer so Wirbelstürme einen Namen und das ist in China nicht. Wenn ein Wirbelsturm kommt, kommt eine große Unterhose. Oder Windhose, meinst du? Ja, ja. Eine große Windhose. Die Wirbelstürme bekommen ja eben allgemein so Namen. Wobei das oben, das sind noch keine, nein, das sind auch Hurricanes. Oder vielleicht bezeichnen Sie damit die Europäer. Das ist keine Hurricane-Gegend. Bitte, bitte. Die Europäer. Mhm. Ein Europäer ist eine große Unterhose. Nein, ein Europäer ist eine Langnase. Ja, ach so, ja. Richtig, genau. Aber... auch aber, große, natürlich. Aber auch große Unterhosen. Die, vielleicht eher die Amis. Die großen also, Unterhosen. Ja, die Amerikaner bezeichnen sie als große und weiß scheißen gegen seit, ja, seit ihrem Präsidenten. Rächt sich der Chinese. Das ist ein Gebäude, wenn man dort hinkommt, sitzt da vor einer Kapelle und da singt jeder drei Chinesen mit einem Kontrabass. Aber warum dann große Unterhose? Und, wieder? Warum dann Unterhose? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich wollte nur den Leo unterbrechen. Genau. eine Sehenswürdigkeit in Beijing? Eine Sehenswürdigkeit. Bam, 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 bam. Nein, aber... Nein, aber Sehenswürdigkeit stimmt nicht ganz, aber im Endeffekt könnte es jetzt dadurch, dass es die Pekinger so nennen, zu einer Sehenswürdigkeit nennen. Warst du schon mal in Berlin? Bitte? In Berlin? Nein. Ja. Noch nie in Berlin? Ja. Ich war noch nie in China, ne? Wie kommst du jetzt auf Berlin? Na, weil ich ein Beispiel geben möchte. Ach so, Entschuldigung. Weil es gibt auch in Berlin eine große Unterhose. Ah. Nur dort wird sie Schwangere Auster genannt. Ah, scheiße, was ist die Schwangere, Schwangere Auster? Ja, das ist die Angela Merkel, na sicher. Ja, ja. Ja, ja sicher. Nein. Moderne Architektur. Ja, was ist die Schwangere Auster in Berlin? Das ist diese... Ein Stadion? Ach, nein. Eine Schwangere aus einem Stadion? Moderne Architektur, die ausschaut, die hat als Konzertgebäude genutzt, ja, ist die Schwangere aus. Aber es ist einfach so, damals haben die Berliner gesagt, na gut, die konnten mit der Architektur nichts anfangen. Genauso ist es in Peking. Ja. So, die haben ein modernes Gebäude hingestellt und da sitzt der ORF von Peking drin.
Das ist das Fernsehen. CCTV, ja, genau. Das ist ein, das größte Bürogebäude nach dem Pentagon. Ja? Das zweitgrößte sozusagen. Schau, da haben wir Glück. Mhm. Wir sitzen nur in einer Container. Und jetzt frage ich euch, warum glaubst du, nennen sie es große Unterhose? Seht ihr das? Das ist das Fernsehen des... das staatliche Fernsehen. Wir sitzen nicht in einer großen Unterhose. Nein. Wir sitzen mitten in der Scheiße. So. Warum der? Wegen der Form. Na bitte, schau dir das doch an. Ja, aber es ist keine große Unterhose, es ist eine lange, es ist eine Winterunterhose zum Skifahren. Ja, aber schau dir an, es ist schon, also ganz offen. Eine lange Unterhose. Also es ist, oder? Ja. Na, ja. Große Unterhose. Lange. So sagen. Okay. Oder Unterhose mit Erektion. Nein, das ist doch da hinten. Das ist doch da hinten. Darf ich das Spiel noch ein bisschen weiterführen? Die Erektion ist hinten. In Peking schon. Entschuldige, das ist doch... Ach, du meinst, das ist der Hinterm. Wo ist da eine Erektion? Danke. Naja, wenn das die Vorderseite, da, was glaubst du, ist das Es denn? Ist die Rückseite, das ist der Popo. Pass auf, mal anders, anders. Hebt euch die Erektion auf. Ja, das habe ich schon oft versucht. Das geht nicht. Mir noch nie gelungen. So. Pass auf, ich zeige euch, das ist die große Unterhose. Jetzt spielen wir das Spiel umgekehrt. Ich zeige euch ein Gebäude aus Peking und ich sage euch, wie glaubt ihr, ist die spöttische Bezeichnung dafür? Okay. Ja? 150 Meter hoher Hauptsitz der Tageszeitung des Volkes. Das ist das offizielle Sprachwort der Kommunistischen Partei. So, was glaubt ihr? Ja, da fällt mir. Lange. Da fällt Parasol, mir gar Parasol, 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 Parasol. Da habe ich gar keine Assoziationen. Wirklich? Nein. Ich bedanke mich für diese wunderbaren Bilder von bei Michaela Hofer aus Salzburg. Dankeschön. 300 Euro für Sie. Meine Damen und Herren, und damit, wie jede Woche an dieser Stelle, mein vertrauensvoller Aufruf an Sie. Wir hätten gerne weiter von Ihnen interessante Fragen, kuriose Fachbegriffe, ein lustiges Ding der Woche. Die Adressen sind eingeblendet. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Diese Woche waren wir in der Bundeshauptstadt unterwegs, weil da war ein junger Mann und der wollte uns die Frage persönlich stellen. Hallo, ich bin Stefan aus Wien und ich würde gerne von euch wissen, was ein Anfängerrohr ist. Oh. Entschuldigung? Anfänger? Ein Anfängerrohr. Der Friseur, der einem frisiert wird, ist ein Anfänger. Also, muss ich sagen, Anfängerrohr. Das ist die erste, nein, wir erste Erektion eines Adoleszenten. Ja, wir sind schon wieder bei der Erektion. Ja, aber du hast ja solche Fragen, also wirklich, also komm. Ja, aber ein Rohr kann doch auch mal was anderes sein. Beispielsweise beim Rauchfangkehrer oder der Rauchfangkehrerin. Ja? Ja. In der Übungslehrwerkstätte der Rauchfangkehrerei. Gibt es das Anfängerrohr? Mhm. Ist im Kellergeschoss. Sagen so 20 Zentimeter, leicht erreichbar, da putzen Sie mal, da tun Sie mal üben. Das Anfängerrohr ist der erste Ofen, den man raucht. Okay, ja. Bürgerlicher Applaus. Weißt du noch nicht so richtig... Was? Weißt du noch nicht so richtig... So, Hände weg von den Drogen, bitte. Ja. Wäre ganz wichtig. Es geht ohne Hände auch. Der Bildungsauftrag ist erfüllt. Ja. Ja. Das Anfängerrohr. Aber wie, ohne Hände? Was? Stell dir mal gerade vor. Ja, du bringst mich auf was. Es gibt jetzt die Mode gebotoxte Lippen und da tut man sich mit Strohhalmen total schwer. Mhm. Und das Anfängerrohr ist für gebotoxte Lippen extra kurz. Mhm. Entschuldige, was gibt's? Gebotoxte Lippen? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was? Da kann ich ja nicht mehr essen. Ja, sicher, aber das kennst du nicht das Botox-Gesicht? Das... Ja, schon, aber da Stirn, oder? Bis auf die Lippen. Lippen, das ist das Froschgesicht. Gebotox? Ja. Sicher, aber hallo. Nein, Moment, nein, das ist, glaube ich, da das wird was aufgespritzt. Aufgespritzt, aber das, sonst kriegst du ja da oben Falten. Nein, aber das Botox ist doch... Das machen Sie wirklich gegen diese Mimikfalten da? Machen Sie wirklich Botox, damit Sie das alles... Dann noch, wenn wir ganz kurz lähmt und entspannt, dann sind diese Fältchen da weg. Da wird gebotox bei den... Wirklich? Das ich glaube, nur in der Stirn, damit du die nicht mehr... Überall haben Sie Schlangengift, eine überall. Ich glaube, es wirkt besonders intensiv. Wieso wisst ihr das alles? Bitte? Wieso wisst ihr das alles? Ja. Also, Gerhard, hast du was machen lassen, oder? Nein. Ich glaube, das ist wirklich nur... Wer das behauptet,
Wer das behauptet, den verklage ich. Ja? Ich bin nur in der Selbstverständlichkeit, bin ich schon in Schiller. Wir ernähren uns heute an. Wenn du es morgen auslassen musst, den Arzt verklagen. Na, aber ich kann Ihnen wieder mal den Beweis antreten: meine Lippen sind nicht gebotoxt. Die bewegen sich. Tja, das müssen wir gleich belohnen. Einmal pro Jahr muss ich das Herz haben. Ich glaube aber für 2018, ich werde es abhaken. Ja, bitte. Der Lippenschmäh ist für 2018 verbraucht. Okay, 19 und wieder. Gegessen. Gut. Wo waren wir? Anfängerrohr. Ja, Anfänger. Genau, richtig. Das ist jetzt warmer zu mir gesagt. Entschuldigung, ich kann nicht anders, es ist eine Krankheit. Ja. Vielleicht ist es, wenn ein Installateur kommt, das ist einmal, die Therme geht nicht. Mhm. Ja? Also die im Bad, ja, okay. Ja. Nicht die in, also nicht die in Bad Waltersdorf, sondern ja, ja. Auch, wenn die nicht geht auch, weil die haben ja auch Rohre. Ja, ja, klar. Jetzt rufen die den Installateur. Jetzt ist es ja bei den Installateuren wie bei jedem anderen auch, man weiß oft nicht genau, was wirklich ist. Mhm. Und wenn der keine Ahnung hat, was kaputt ist, sagt er, na, das ist ein Anfängerrohr. Das wird teuer. Und darauf gehst du. Genau. Hey, das wird teuer. Daraufhin musst du eine ganz neue Therme kaufen, weil er nicht weiß, also das verwendet man so als ein Anfängerrohr. Könnte es ein Musikinstrument sein? Ein Musikinstrument. Das lassen wir jetzt mal stehen. Oh. Oma, das lassen wir stehen. Pass auf, es gibt nämlich beim Anfängerrohr, weil du Installateur aufs Tapet gebracht hast. Es gibt, ja, nein, zwei, nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt ein Anfängerrohr, wenn Rohre unterirdisch verlegt werden müssen. Ja? Da gibt es auch eine Möglichkeit, dass du die Straße nicht aufbuddeln musst, sondern du bohrst so quasi die Rohre unterhalb der Straße gleich rein. Da muss aber das Anfängerrohr, ein Rohr mit einer speziellen... Das anfängt. Ja, genau. Das hat eine Bohrvorrichtung im Gegensatz zu den anderen Rohren, die nachgeschoben werden. Das ist das Anfängerrohr, wenn es darum geht, Rohre zu verlegen. Und wieso verwendet es keiner? Weil wir noch ein anderes Anfängerrohr suchen. Und da habe ich im Hinterkopf, dass Oma Sarsam Musik gesagt hat. Jawohl. Und jetzt fragen wir den Stefan. Es ist ein Begriff aus der Musik. Als Anfängerrohr wird jenes Anblasrohr eines Dudelsacks bezeichnet, mit dem man das Spielen des Instrumentes am besten erlernen kann. Für Anfänger auf der Sackpfeife. Daher Anfängerrohr. Großartig, oder? Musik. Ja, Musik, okay. Musik, wunderbar. Aber warte, nochmal. Und... Na. Ja, jetzt haben wir den Nein, aber Musik war wirklich ein gutes Stichwort. Und weil ich dir gerade so ein paar Sachen zugeworfen habe, ich hoffe für dich, letzten Montag im Kabarett Niedermeyer ist nichts auf die Bühne geflogen und wenn nur Blumen. Du hast Premiere gehabt mit deinem zweiten Solo. Genau. Und soweit ich weiß, kannst du dich an nichts mehr erinnern. Richtig, es ist in dem Stück so und es ist tatsächlich wie in meinem Leben, ich stehe auf der Bühne und weiß plötzlich nichts mehr. Das Stück heißt Herzalarm und ich weiß nicht warum. Du suchst deinen roten Faden? Ich suche meinen roten Faden und ich finde ihn im Stück tatsächlich bis zum Schluss nicht. Und das Einzige, was ich am Schluss im Kopf habe, ist nichts. Ah, herrlich. Das wird dann richtig schön. Und damit hast du dich eigentlich für unsere Sendung qualifiziert. Richtig. Genau so ist es. Das war... Na. Hätte man auch mit einer Otto-Schenk-Biografie verwechselt. Und wer so quasi Oma Sarsam auf der Suche nach seinem roten Faden live miterleben möchte, jeden Montag im Kabarett Niedermeyer in Wien. So, und damit gleich wieder nach China. Eine Frage, kann wer Chinesisch? Jetzt ehrlich. Meine Tochter. Das war schon Chinesisch. Meine Tochter. Hast du das Handy dabei? Nein. Gut, das heißt, du kannst jetzt kein Foto machen, du kannst dir keine WhatsApp schicken oder keine SMS oder was auch immer. Ja. Gut, dann blenden wir jetzt dieses Piktogramm ein, weil die Lösung kam schon gleich mit. Dadurch, dass ihr jetzt nicht Chinesisch könnt. Parallelschwung verboten, ja. Okay. Ja. Auf die Pappen hauen verboten. Ihre Beine verboten. Dackellauf verboten. Twist. Twist-Tanzen verboten. Was? Twist-Tanzen. Ah, das ist der... Halbe Schattenwerfen verboten. Na, das ist ja mal echt eine lustige Runde. Weiche Knie verboten. Okay. Weiche Knie verboten. Da so kaputter Fuße. Was? Was hast du gesagt? Ich habe nur versucht zu lesen, was unten steht. So. Na komm, das war jetzt echt genug. Ja, jetzt reicht, sag, was war. Oder mach die Knieberge ganz, du faule Sau. Gut.
Das heißt, da kriegst du auch was fürs Hunzi, obwohl du eine Katze hast. Nein, ihr habt euch wirklich so schön angestrengt, ihr habt das ganz wunderbar gemacht. Es war natürlich nicht das Richtige dabei. Okay, es hängt in einem geschlossenen einem Gebäude drin. Ja? Nein, es hängt sogar in, naja, wenn ich sage, da kann man nicht mehr helfen. Es hängt in einem Aufzug und heißt nicht in der Liftkabine herumhüpfen. Aus, Ende, Schluss. Das war's. 300 Euro Büchergutschein, Josef Janisch aus Dörfli. Wollen wir es gut. Es gibt nichts mehr her. Es gibt einfach nichts mehr. Darf ich eine Frage stellen? Ja, der darf eine Frage stellen. Aber könnte es nicht sein, dass einem, was sagt ihr, dass das Leben rettet? Mhm. Wenn ihr das wirklich das jedes Mal im Lift, ja, im Lift überlegt, ja, wenn der Lift als Arroganza runterfährt und ich in dem Moment, wo er aufkommt, hochhupf, also davor, dass ich während der Aufprall in der Luft bin. Es soll nicht funktionieren und ich weiß nicht, warum dann, nicht. Weil dann komme ja nur ich auf. Weil du schneller an der Decke oben ankommst wahrscheinlich. Nein, aber das Lustige ist, ich habe mir das auch oft gedacht. Ja, jedes Mal, wenn ich im Lift einstecke, denke ich mir das. Ich mein, ja, wenn der Lift aufprallt, kurz vor, das müsste da halt wer sagen, wann er aufprallt. Aber das ist das Problem, weil wer sagt da, wann er genau aufprallt? Panoramalift. Panoramalift. Da kennst du es ausprobieren. Das müssen die Science-Busters müssen das beantworten. Ja, das ist ganz leicht. Du hast die gleiche kinetische Energie ja trotzdem. Deine Fallgeschwindigkeit ändert sich durch das bisschen, was du hochhupfst. Ändert sich das ja. Also ich bin ja genauso schnell wie der Lift, weil sonst war er ja noch oben auf der Tochterrasse. Genau. Ja. Ja. Ist aber die einzige Chance, dass du schnell bist. Ja, okay. Ja. Das stimmt natürlich. Ja. Schade eigentlich. Danke, danke, Leo. Ja, bitte, bitte. Aber rein theoretisch müsst ihr es trotzdem gehen. Hast du zu meinem Freund kinetische Energie gesagt? Chinesische Energie. Also, ja, ist ja halt. Aber das sind so diese frustrierenden Erlebnisse, die einem der Leo Lukas damit vermittelt, wie man als Achtjähriger immer gedacht hat, wenn ich mit einem Heißluftballon so quasi ein bisschen in die Höhe fahre, brauche ich nur warten, bis sich die Erde unter mir dreht, dass ich nach China komme. Das funktioniert nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Ich war 8, okay. Und ich fahre mit einem Heißluftballon und bleib da oben und die Erde dreht sich ja unter mir. Ja. Und irgendwann bin theoretisch ist das auch. Nein. Aber das verstehe sogar ich. Ich glaube zwar, dass ich mich im Aufzug retten kann. Das probieren wir aus. Kommt, fahren wir alle nach China. Zum Lift. So, apropos China 2, ich glaube, ich habe das in der Sendung schon ganz schon mal erzählt. Eine wahre Geschichte. Wir sind geflogen zur ersten Millionenshow, damals Promi-Millionenshow. Nach China? Mit der Ingrid Turnherr und der Dieter Schmäler, ich und die Ingrid Turnherr saßen in einer Reihe und ich weiß nicht mehr von den beiden. Einer von den beiden, ich glaube, es war der Schmäler, hat gesagt, und das ist wirklich wahr, wenn alle Chinesen gleichzeitig einen Meter in die Höhe springen, ist die Anziehungskraft der Chinesen größer als die Anziehungskraft der Erde. Und es ist nicht so, dass die Chinesen auf die Erde fallen, sondern die Erde zu den Chinesen. Und die Erde ist aus ihrer Umlaufbahn draus. Ja, das und kommt, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt. Und die Erkenntnisse. Alle Chinesen. Wenn alle Chinesen gleichzeitig hochhüpfen oder drei Chinesen und der Günther Leiner. Aber ist das nicht erschreckend? China könnte die Welt erpressen damit und sagen, wenn das und das nicht passiert, dann wird die Erde aus ihrer Umlaufbahn geworfen. Ja. Oder so. Super, hast du noch eine Frage, bitte? Nein, im Moment habe ich keine Frage. Ich habe ein Ding der Woche. Juhu! Gut. Ein Hamsterrad. Ja, man kann es wahrscheinlich als Hamsterrad verwenden. Schauen Sie sich ganz kurz an, bevor das Insert kommt. Weil da kommen Sie wahrscheinlich auch nicht drauf, was das ist. Das ist ein... Tatsächlich. Und ich werde es im Anschluss an diese Runde auch demonstrieren. Ich hoffe, ich blamier mit dabei nicht. So, pass auf. Was könnte das sein, was man nicht glauben kennt? Na, pass auf. Ein Staubsauger. Nein, ich wollte es rollen, Entschuldigung. Da steht was. Was haben wir vergessen? Ja, da steht was. Ich drauf, Oliver Bayer kann das nicht einmal rollen. Da steht Umbro Shift. Umbro Shift. Ja, warum soll Umbro nicht shiften? Unser Freund Umbro, ne? Ich muss shiften. Er trinkt so viel und dann muss er. Unser Umbro.
S-H-I-F-T. Schau, da kann man so hübsche Sachen machen. Ist auch ein, hübsch, ein Armring, wenn man ein bisschen... Pass auf. Vorsicht, du kommst nicht mehr raus. Ich glaube, bei dir wird es passen. Es ist irgend so ein Messing, würde ich sagen, irgend so eine Legierung. Es ist Metall. Mhm. Metall, mhm. So. Metall, ja. Messing, ja. Ja. Messing ist gut. Und es rollt so und man kann so Kreiseldinger kann man machen. Und man kann Kuchen, also man kann aus also einem Backteig kann man so... für linke Augen zum Beispiel kann man da ausstechen. Ja. Zum Beispiel. Aber du könntest das eine auch so beim Rollen, also kannst du es drüber rollen. Ja, da kann man auch Kekse, kann man genau. Auch ausstechen. Ja. Und wenn der Umbro schifft, kann er auch, damit er nicht hingreift, muss irgendwie so... Das war jetzt grauslich. Ein Cockring für einen Murztrompell. Für eine Sackpfeife. Mutti, ich bin auch nicht dafür, dass wir diese ganzen Asylanten da bei uns haben. Aber ich sagen, das ist nicht unsere Kultur hier. Schön, dass der Nia wieder da ist. Ja. Schön, dass der Nia wieder da ist. Hätte sich keiner Song drauf. Ja. Aber doch, ja. Haben wir so einen Song. Ich bin nur ein Ventil. Ja, genau. Das, bei uns klingt es auch so, wir könnten das nicht sagen. Sag mal Murztrompel. Nein, denke ich. Warum? Weil bei mir keiner lacht. Oh ja, ich lach, wenn du es sagst. Du hast vollkommen recht. Ich hab einmal früher, wie ich noch die Best-of-Sendungen zusammengestellt habe, habe ich mir das genau gedacht. Wenn jemand von uns was Unflätiges sagt, denke ich mir, ja. Beim Schnitt natürlich lieber aus. Dann sagt er einmal Arsch und denke mir, super eine damit. Ja. Es ist, du kannst das. Du hast ein Unfass. Arsch, super eine damit. Na, das ist wieder nicht. Das würde ich damit nicht probieren. Nein, nein, nein. Oh. Verstehst du was? Ich muss weinen. Oh, Wahnsinn. Ja, ich glaube, weil ich sehr früh damit begonnen habe. Nein, nicht. Nee, das ist aus, du schaust aus wie Puderbär, halt ein bisschen älter. Du schaust einfach so süß aus, du darfst alles sagen. Ja, ja. Du bist ein knuddeliger Knuddelknuddelbär. Ja, genau. Und wie du sagst, das ist einfach... Ja, ja. Und ich bin da so neidig, du Arsch. Ja, ich verstehe dich. Ja. Ja. Ja, der Valier Unflätigkeiten zelebriert die ganze Zeit. Entschuldigung. Ich bin ja auf was ganz Entscheidendes draufgekommen. Es passt dieses Ding der Woche hat exakt denselben Durchmesser wie dieses Wasserglas. Und hält dich ab vom Saufen, weil das genau. Rinnt ihm auf der Seite. Ja. Ich frage euch und auch die Zuseher und Zuseherinnen zu Hause, kann das Zufall sein? Und ich sage, ja. Ich werde mir jetzt einen Satz, merke ich mir aus dieser Konversation zwischen Leo und Viktor. Bitte sehr. Naja, ich will es noch ein bisschen weitergeben lassen. Ich glaube, wenn ich ihn nämlich jetzt... Haben wir was angekommen? Haben wir was? Ja, nein, es ist ein lustiger es Zufall. Es war mit dem Trinken. Weiter. Ah, ja. Oh Mann, es ist mit Trinken. Es riecht so, als ob es jeder schon in der Hand gehabt hat von euch. Also wir zwar noch nicht. Aber und es ist ein bisschen scharf, als ob man was abstreifen könnte. Damit kann man zum Beispiel meine Bakterien da wegstreifen und sie dir dann geben. Aber was meinst du, kommt die Cockring-Variante noch in Frage? Ich möchte darüber nicht sprechen. Okay. Aber mein Asylantrag ist noch nicht durch. Umbra, nicht Umbro. Umbra ist weibliche... Ja, kann ja auch. Nein, das ist ein Mobilklo. Und zwar für Mann und Frau. Toll. Oder für Umbra. Ist es Umbra? Umbra. Umbra. Umbra ist der Schatten auf Spanisch. Ja. Aber Hombre. Ich dachte, Bruder, Umbra. Hombre. Hast du einen Umbra oder nicht? Schief, ich hab eine Umbra. Ich möchte dir bitte zuschauen, wenn du deinen roten Faden suchst. Ja, da ist er. Man muss sich vorstellen, das ist ein Arzt, ne?
Jetzt, wenn man zu dir ich kommt, ich habe schon für rote Fäden gesucht. Ja? Hoffentlich nicht nach der OP. Nein, nein. Aber Schwester, haben Sie mein Handy gesehen? Deswegen hat er Kabarettist werden müssen. Ja, ja. Hat keiner mehr erreicht. Aber das Schöne war, es war ein iPhone, da war der Akku eh noch gesehen. Monika, Entschuldigung, bitte. Das geht sogar umgekehrt. Was heißt umgekehrt? Ich kann es auch unter das Glas geben. Das ist viel schöner noch. Viel schöner, und man kann von oben trinken. Mhm. Ja. Und könnte von unten erwärmen. Ja, man könnte unten ein Teelichterl. Ein Teelichterl, ja. Mhm. Vielleicht ist das ein Stäbchenhalter. Also, wenn du dein Stäbchen da rauskriegst, die stecken da kreuz und kannst du was essen, oder? Mhm. Du gibst es oben drauf und trinkst dann. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für den Hinweis aus der Konversation Leo Gernot, ja? Wo der Viktor gesagt hat, das hält dich davon, das hält dich vom Trinken ab. Mhm. Und genau das ist der Satz, den ich mir rausnehme. Es hält dich genau nicht vom Trinken ab. Was ich dir sagen wollte, das hält dich nämlich genau nicht vom Trinken ab. Wenn man es so hinstellt. Ja. So, jetzt habe ich viel geholfen. Ich gebe dir einen Tipp, es hält dich nicht vom Trinken ab. Dann kann es nicht meine Lebensgefährtin sein. Verwendet man beim Radio. It's solid brass. Beim Radio? Ja, weil wenn man ein Hörspiel aufnimmt. Mhm. Und da kommt eine Szene vor. Oheim. Und was? Oheim. Sagt man im Radio, sagt dann der eine Sprecher, sagt Oheim. Irgendwas Klassisches. Du hast ja das gern, da diesen Shakespeare. Ja, warte ein bisschen. Ja. Wow, mich friert. Nun, wenn dich friert, mein Lieber, dann... Moment, ist hier nicht ein Ding der Woche runtergefallen? Was ist... Nein, ich weiß nicht, was das ist, falls du dich fragst, ob ich das weiß. Es hält dich... Ein Outing. Es hält mich nicht vom Trinken, aber... Im Gegenteil, es hilft dir beim Trinken. Es hilft mir beim Trinken? Von Alkohol oder von allem? In Wahrheit von allem, aber... Vielleicht, wenn du was Heißes hast. Wenn du was Heißes hast? Na, aber Messing übernimmt doch die Hitze, das ist Metall, das leitet. Aber darum... Es ist nämlich wirklich lustig, wie ihr alle die Funktion... Es ging mir auch so, wie ich das präsentiert bekommen habe in der Redaktion. Bin ich dahinter gekommen. Pass auf, ich erzähle, wenn du das kaufst, kriegst du einen Beipacktext vom Hersteller. Muss man kriegen, weil Vom Umbra. Alleine der vom Umbra. Achso, ist der mit Google übersetzt? Metallischer Glanz. Nein, das ist so. Metallischer Glanz ist im Interieurdesign jetzt sehr aktuell. Vor allem die warmen Goldtöne. Mit diesem goldschimmernden Reif aus massivem Messing setzen sie also einen trendigen Akzent, der sich zugleich stilvoll in jedes Ambiente einfügt. Zum Wegräumen viel zu schön und rundum bedienfreundlich, komfortabel. Also, es ist ein Flaschenöffner. Und jetzt, ich hoffe, ich blamier mich nicht wieder wie in der Proberunde. Deckung. Sehr handlich. Achtung. Ah. Ja! Super, oder? Bitte Respekt. Respekt für den Vortrag. Aber ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Die dreipfeifige Analog-Humanorgel hat ja Schöthem gespielt währenddessen. Ja? Ihr wart großartig, aber das ist immer so schön. Das ist, diese Sendung ist eine verbale Jam-Session. Das ist unglaublich. Ja. So, nein, aber ist das hervorragend? Lieselotte Landertshammer aus Judendorf-Straß-Engel. Danke vielmals für das Film der Woche. Sehr viel Spaß haben wir. 300 Euro bitte. Danke. So, ja. Machen wir kurz wieder einen Schwenker nach Südkorea wegen der Olympischen Winterspiele. Die heutige Probefrage stellt unsere große Olympiamedaillenhoffnung in den Snowboard-Bewerben. Julia? Die Julia Dulmowitz, genau, die hat also auch den letzten Bewerb vor Olympia gewonnen. Gratulation. Und sie hat heute die Promi-Frage für uns. Hey, hallo. Also zu unserer Ausrüstung. Da zählt ein Board. Wir brauchen eine Bindung, Boots und natürlich eine Brille. Und die Brille,
Die braucht eine klare Sicht und muss super gut sitzen. Und jetzt die Frage, was ist ein Brillenanflug? Der Brillenanflug. In der Aeronautik, mhm, also wann das Flugzeug beim also schon fast landen möchte, ja, aber noch in die Warteschleife geschickt wird, ja, dann macht es quasi so eine Form wie eine Klobrille. Währenddessen an Bord niemand aufs Klo geht, darf. Genau, ja, weil es ja schon... Be ready for... Genau, ja, genau. Und das nennt man den Brillenanflug. Wieso Klobrille? Also ich meine, es ist einfach ein Kreis. Nein, eine Klobrille ist nicht kreisförmig. Ja, aber er fährt ja nicht... So oval, ist oval, eine Klobrille. Er macht eine 8. Du hast eine Klobrille, die... Ja, es ist, wir sind uns total nah zusammengewachsen zu Hause und wollen jede freie Sekunde miteinander verbringen. Okay. Es ist, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ja, und rasch fährt und Brillenträger ist, ja, und immer wieder macht es mal so, bing, manchmal bleibt was picken, manchmal prallt es ab. Kleine Tiere, Flugtiere. Wie schnell fährst du Rad? Ich fahr rasend. Ich meine, weißt du, wie schnell du fahren musst? Hier ist nie ein Minkerl oder ein Bienerl oder sowas ins Gesicht geflogen, wenn du Rad gefahren. Na, oh ja, aber so, es hat so, als wäre so... Ja, wie auf der Brillenträger nennt man das? Brillenanflug. Na, ist das so schwer? Ach so. Wehrt sich da? Nein, du hast... Das ist ja, sehr massiv. Ja, viel Spaß. Denn du betrittst im Winter einen warmen Raum und die Brille läuft an, wenn du normal den ja, Raum betrittst. Aber ja, wenn du hineinfällst, fliegst, dann ist der Brillenanflug, weil es trotzdem angelaufen, aber du bist reingeflogen. Ja, schön. Wenn ein Vogel, nehmen wir eine Ente. Jo. Ja. Mhm. Die müssen ja, was? WC-Ente, wir sind ja vor. Genau, eine WC-Ente, wenn die dir ins Häusl fällt, ist das der Brillenanflug. Logisch. Ja, richtig, bravo, schön. Lukas. Bravo. Logisch, schön, ja. Wie beim Fußballspiel. Gib den Pass vor und dann wird verwandelt. Hervorragend, oder? Ja. Ne? Monika, so. Ich weiß, das ist immer... Ja, mach jetzt einmal diese Süßigkeiten da auf. Ja, die rasseln aber sehr. Du, der Mann von der Tonregie wird gerade nervös. Na, vor allem, was habe ich vorher vorgelesen? Du sollst keine, du sollst das nicht konsumieren. Wie, wer weiß, was da drin ist? Das ist chinesisch, ist das nicht. Ich wollte nur sagen, es ist, die Sendung ist gleich vorbei. Weil mein Glückskeks sagt, eine angenehme Veränderung wartet auf dich. Großartig! Ich sehe gerade, tatsächlich, unsere Sendezeit ist ausgelaufen. Nein, so ein Zufall. Man muss diesen Dingern glauben. Ja, wirklich. Julia, bitte, was ist der Brillenanflug? Der Brillenanflug, der passt perfekt zu eurem heutigen Sendungsthema, dem Jahr des Hundes. Es geht dabei nämlich um die edle Hunderasse, den Powerwart. Also wenn dieser Hund nicht nur diese zwei hellen Flecken überhalb von den Augen hat, sondern auch rundherum Ansätze von weißen Härchen, dann spricht man von einem Brillenanflug. Und dieser Brillenanflug ist bei Hundezüchtern nicht erwünscht. Das ist Hoverwart. Der Glückskeks passt. Danke vielmals für diese wunderbare Rabe-Runde auf Hause. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Ausgabe von Was gibt es Neues? Schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag.